Herzlich willkommen zu unserem Skillbyte-Podcast Nummer 3. Heute behandeln wir das Thema das Hadoop-Ökosystem. Was leistet die bekannteste Big-Data-Plattform? Und ich freue mich, heute hier zu sein mit Masia wieder. Hallo Moritz, grüß dich. Hi Masia, super, dass ich dich wieder online habe hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Leserfragen habt im Anschluss an den Podcast, könnt ihr jederzeit diese per E-Mail einschicken an podcast@skillbyte.de, wo ihr auch immer unseren Podcast gerade hört, ob iTunes, Deezer oder Soundcloud. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt oder wenn wir etwas verbessern können. Wir freuen uns immer über Feedback, weil das heißt, dass wir den Podcast noch besser auf euch zuschneiden können und die Fragen beantworten können, die euch wirklich interessieren. Ja, heute sprechen wir über das Thema Apache Hadoop. Genau, da gibt es ja im Prinzip, Hadoop steht ja für mich irgendwie synonym mit dem Thema Big Data. Das hat sich irgendwie etabliert und das Ökosystem ist ja riesig, was es für Unterprojekte gibt. Das ist ja nicht Hadoop alleine, sondern das ist so ein Schirmprojekt über zig andere Projekte. Vielleicht kannst du uns mal oder den Hörern zuerst mal so ein bisschen erklären, was ist Hadoop überhaupt? Sehr gerne, sehr gerne. Ja, die Anfänge von Hadoop reichen, glaube ich, wirklich schon bis ins Jahr 2003 oder 2004 zurück. Damals wurde ein Paper veröffentlicht von Google, wo konzeptionell definiert wurde, wie ein verteiltes Dateisystem aufgebaut sein müsste, um perfekt zu skalieren über viele Rechnerknoten und sehr ausfallsicher zu sein. Also die Annahme ist, dass jederzeit jeder Knoten ausfallen kann und das Netzwerk ausfallen kann, einzelne Festplatten in den Knoten, ein Knoten ist für mich ein Server oder ein Rechner, ausfallen können und trotzdem das System als Ganzes weiterarbeiten können muss und nicht stehen bleiben darf. Also dass man quasi ein ausfallsicheres System auf Standard-Hardware realisieren kann. Das wurde dann weitergetrieben oder dieses Paper wurde dann umgesetzt am Anfang von jemandem. Erste Konzepte, also der erste Quellcode vom Hadoop Distributed File System waren, glaube ich, 5000 Zeilen oder so. Das wurde so 2004, 2005 angestoßen und damals konnte man noch nicht ahnen, dass man mit Apache Hadoop ein Framework entwickelt, was ja so gut skaliert, dass mittlerweile Datenberge im Petabyte-Bereich damit verarbeitet werden können. Genau, also der größte Hadoop-Cluster, das wird nicht so veröffentlicht, aber hin und wieder kommt man an Informationen ran, den hat vermutlich Facebook. Und im Jahr 2014, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, hat Facebook 300 Petabyte Daten in einem Hadoop-Data-Warehouse vorgehalten und verarbeitet, ja. Und das war 2014. Also ich vermute, dass es heute noch deutlich mehr Daten sein werden. Das Google Paper wurde 2003 veröffentlicht. Duke Cutting, der damals bei Yahoo gearbeitet hat, hat den Namen, oder er ist der Entwickler, der die ersten Zeilen Code geschrieben hat, hat sein Produkt nach dem Spielzeugelefanten seines Kindes benannt. Es gibt so ein Bild von so einem gelben Elefantenstoff, Plüschstofftier, was wohl Hadoop genannt wurde. Und die erste Veröffentlichung 2006 fand die statt und 2008 wurde das Projekt schon zum Apache Top-Level-Projekt erhoben. Also das ging sehr schnell, dass man festgestellt hat, dass da großes Potenzial hintersteht. Was mich mal interessieren würde, du hattest diese riesigen Datenmengen erzählt. Ich meine, es gibt ja nicht wirklich viele Firmen, die mit solchen Datenmengen umgehen können, wollen oder überhaupt in der Lage sind, weil sie überhaupt so viele Daten nicht haben. Inwiefern wäre denn sowas relevant, ich sag mal, auf den deutschen Markt bezogen, wo es sowieso mit Datensammeln immer so ein kleines Problem ist? Hast du da Beispiele, wer sowas gebrauchen könnte oder wer so viel Daten verarbeitet? Ich sage mal, im Prinzip ist das Hadoop-System für jedes Unternehmen interessant, was heute schon ein Data Warehouse betreibt. Unternehmensgröße kann man es, glaube ich, nicht festmachen, weil es gibt Unternehmen, die trotz ihrer großen Größe sehr wenig Daten verarbeiten. Dann gibt es kleine Unternehmen, also ich sage mal so typische Werbebuchungsagenturen, die haben vielleicht nur 50 Mitarbeiter, verarbeiten aber sehr viele Daten. Ich würde mal sagen, immer wenn es darum geht, wenn man Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammenführen möchte, um dort Analysen
drauf auszuführen, dann macht das Sinn, weil Hadoop ist ein Open-Source-System, das heißt, es ist frei verfügbar und man kann es lizenzkostenfrei verwenden, wenn ich eine kleine... Also quasi auf Commodity-Hardware auch laufen lassen. Absolut, absolut. Also es gibt auch so Demo-Installationen auf Raspberry Pis, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber im Prinzip kann man entweder mit, also ich würde schon empfehlen, dass man Server-Hardware nimmt, doch, also ist natürlich ausfallsicher die gestaltet, aber so ein Server hat halt einfach mehr Rechenleistung und kann mehr Speicher, Arbeitsspeicher aufnehmen, sodass man, ich sag mal, mit 10 Servern hast du die Leistung von 30 PCs oder sowas und auch weil Server ja oft eine 10 Gigabit Ethernet-Schnittstelle haben, ist die Inter-Node-Kommunikation dadurch sehr schnell und Hadoop bietet auch noch einen Vorteil, dadurch, dass es eben frei verfügbar ist, kann man einfach Cloud-Images starten, hat einen sehr niedrigschwelligen Einstieg, kann sich damit vertraut machen von Hortonworks ist ja von Cloudera gekauft worden. Man kann die sogenannte HDP runterladen. Das ist ein VMware-Image oder VirtualBox-Image. Die ist ungefähr so 10 GB groß. Und da ist quasi ein ganzer Cluster auf einem Knoten vorinstalliert. Und so kann man diese Werkzeuge testen und ausprobieren. Okay. Also der Wert bei Hadoop entsteht, wenn ich viele Datenquellen zusammenführen möchte in einem freien System und dann mit den Projekten, die es in diesem Hadoop-Ökosystem gibt, da komme ich gleich noch zu, eben verarbeiten möchte. Also im Grunde, wenn ich heute ein Data Warehouse aufsetzen will, dann macht Hadoop Sinn, ja. Okay, aber dann, also tatsächlich macht es dann schon für die Mehrzahl der Firmen eigentlich Sinn, weil alle Firmen sammeln irgendwie Daten. Absolut. Ob das Produktionslinien sind oder Energie, Medien, also ich denke jetzt besonders an Medien, die ja extrem viele Daten sammeln und auch auswerten können. Ja, genau. Also gerade bei, ich sag mal, Webwerbung, ne, wo man jeden Touchpoint erzeugt, irgendwo eine Zeile in einer Tabelle von einem Webserver, wo man sieht, hat die Werbung gesehen, geladen oder nicht und man Millionen von Zeilen produziert, da macht es Sinn. Also ich würde sagen, desto mehr Daten, desto besser. Desto eher macht es Sinn, ja. Und Kunden, die das heute schon einsetzen, Hadoop, sind natürlich die ganz großen wie Facebook, AOL, Baidu, IBM, ImageCheck, Yahoo, aber auch viele, viele deutsche Firmen, da braucht man sich nur in den Usergroups umzusehen, setzen oder wir bekommen es ja immer mit für die Projektanfragen, setzen eben Hadoop ein. Und Hadoop muss man sich so vorstellen, ich sag mal, was Red Hat für die Linux-Distributionen ist, ist vielleicht Hadoop für diese Big Data Distribution, weil Red Hat ist ja nicht Linux, sondern Red Hat bündelt ganz viele verschiedene Projekte, den Linux-Kernel, die Basisbibliotheken von Linux-Systemen, viele, viele verschiedene freie Projekte, X-Server und so weiter, werden von Red Hat oder heute IBM zu einer Distribution zusammengefasst, dann eben in vorkonfigurierter Form veröffentlicht. Genauso ist das auch mit dem Hadoop-Ökosystem. Es gibt ganz, ganz viele Projekte, die darauf aufbauen, für gewisse Spezialfälle Sinn machen. Ob das die HBase-Datenbank ist, ob das das Hive-Projekt ist, da sage ich gleich noch was zu, ob das das Spark-Projekt ist, Flink, verschiedene Message-Broker wie Apache Kafka. Überall, wo Datenpipelines zum Einsatz kommen, gibt es ein Spezialprojekt, was die grundlegenden Hadoop-Services sozusagen als Basis verwendet, ja. Okay. Und Hortonworks ist dann quasi so ein Vergleich dann mit Red Hat. Genau, Hortonworks in der Form, muss man allerdings sagen, gibt es nicht mehr. Die sind vor einigen Monaten, also Hortonworks ist sozusagen die Ausgründung gewesen, die Hadoop-Plattform maßgeblich vorwärts getrieben hat. Und es gab zwei große Konkurrenten. Einmal Hortonworks auf der einen Seite mit der freien Hadoop-Plattform, auf der anderen Seite Cloudera. Und vor einigen Monaten hat Cloudera Hortonworks gekauft. Also es wird zukünftig, wird Cloudera beide, ich weiß noch nicht, wie sie es machen, ob sie es zusammenfassen werden und es nur noch eine Cloudera-Distribution gibt und der Hadoop-Name verschwinden wird oder ob sie ihre Services einfach auf die Hadoop-Plattform obendrauf setzen. Auf jeden Fall wird es irgendwie zusammengeführt werden. Ja, das kann ich heute aber noch nicht sagen, wie genau das neue Produkt da aussieht. Hadoop ist eher, oder die Hadoop-Projekte beschäftigen sich mit der Datenaggregation, also viel Data Engineering-Geschichten, Daten exportieren, aufbereiten, bereinigen, in bereinigter Form wieder abspeichern und dann
das in Batch-Jobs zu orchestrieren zum Beispiel. Cloudera macht sehr viel Machine Learning. Wenn du diese reinen Daten hast, dann verschiedene Modelle trainieren und so weiter. Und da, das war halt der Gedanke von Cloudera, dass sie gesagt haben, eigentlich sind wir gar keine Konkurrenten, sondern unsere Produkte ergänzen sich mehr. Lass uns das doch zusammen machen. Ja. Ah ja, okay. Kannst du denn so ein bisschen erklären, wie Hadoop funktioniert auf einer High-Level-Ebene? Ja, sehr gerne. Also wir haben bei uns im Skillbyte-Blog auch einen Artikel dazu. Da habe ich so eine Grafik, die visualisiert das schön, wie die einzelnen Stufen aussehen. Aber ich würde es jetzt einfach auch nochmal erklären, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber ich denke, wenn man dieses Bild aufruft, also vielleicht an die Zuhörer, dann wird es sehr schnell nochmal viel klarer. Die grundlegendste Funktion von diesem Hadoop-Stack ist das HDFS, also das Hadoop Distributed File System. Das habe ich eben schon mal angesprochen. Das Paper hat dafür die Initialzündung gesetzt, indem es ein verteiltes Dateisystem beschreibt für sehr, sehr große Datenmengen über mehrere Rechner. In Rechner nenne ich mal einen Knoten. Und die Dateien werden also in Datenblöcke fester Länge zerlegt. Das ist, glaube ich, in der Standardinstallation 256 Megabyte und dann redundant auf diese Knoten verteilt. Das heißt, wenn du eine, sagen wir mal, 256 Megabyte Datei hast und du hast einen Replication Faktor von 3, würde dieser Block auf 3 Knoten verteilt werden. Warum macht man das? Wir müssen ja davon ausgehen, dass jederzeit jeder Knoten ausfallen kann. Wenn ein Knoten ausfällt, hätte man immer noch 2 oder die entsprechend konfigurierte Anzahl an Knoten dort, die die Dateien vorhalten. Ja? Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Da kann jederzeit irgendwas ausfallen und das System als solches läuft aber einfach weiter. Das kriegt schon mit, dass ein Worker-Node sich verabschiedet hat, aber im Prinzip die Jobs werden weiter ausgeführt. Klar, die Leistung ist reduziert, weil du jetzt ja einen Knoten weniger hast, aber das läuft schon weiter. Das System ist also ausfallsicher quasi. Absolut. Mhm. Also das ist auch der Grund, warum Google, Facebook und so weiter das einsetzen. Die werden das über zehntausende Standard-Server verteilt haben. Und wenn ein Server ausfällt, werden sie nicht viel machen, außer dass sie irgendwann, wenn 10% der Server ausgefallen sind, dann in einer koordinierten Aktion diese komplett tauschen. Ja. Okay, ja. Okay. Genau, das HDFS kannst du dir also als verteiltes Dateisystem vorstellen. Es gibt einen Master Node und viele Slave Nodes. Der Master Node ist der, der abgefragt wird, wenn du zum Beispiel sagst, also es gibt so ein Kommandozeilenwerkzeug, da kannst du einfach sagen HDFS, DFS, LS und dann gibst du das Verzeichnis an und dann kriegst du ganz normal, wie du das kennst, so ein Verzeichnislisting aus dem HDFS. Aber du sprichst natürlich immer mit dem Master Node, wenn du eine Abfrage startest. Der koordiniert dann die Anfragen an die verteilten Slave Nodes sozusagen. Der Master Node hat im Prinzip den Überblick, welche Knoten sind da und welche Daten liegen auf welchen Knoten. Okay. Eine weitere Stärke ist, dass die Daten auf dem HDFS komprimiert abgelegt werden können. Also es muss nicht so sein, das ist aber sehr oft so konfiguriert und das erfolgt vollkommen transparent. Es gibt verschiedene Compression Codecs, B72 für hohe Kompression, Snappy für schnelle Kompression, die ist dann nicht so stark, aber dafür verbrauchst du weniger CPU. Die Dateien liegen quasi gezippt vor, aber du siehst es nicht, du kannst ganz normal mit diesen arbeiten. Ja. Okay. Und das ist der Grund, dieses verteilte Dateisystem ist sozusagen der Grund, die grundlegendste Ebene. Da hat aber ein paar Implikationen. Die Dateiblöcke mit 256 Megabyte sind relativ groß. In alten Versionen von Hadoop eignete sich das System nicht, wenn du viele kleine Dateien ablegen wolltest, sondern dann musstest du die zusammenfassen zu einer großen Datei und diese entsprechend speichern. Da gibt es aber wiederum Services, die sich um diese Aufgabe kümmern. Okay. Die nächste Stufe auf dem HDFS-Service aufbauend wäre zum Beispiel Yarn. Yarn steht für Yet Another Resource Negotiator. Und Yarn ist sozusagen auf diesem verteilten Dateisystem das Cockpit, was die Ressourcen dynamisch verwalten kann, des gesamten Clusters. Also die Ressourcen eines Clusters sind vornehmlich CPU und RAM. Und in neueren Versionen auch GPU und sogenannte FPGAs, die du anschließen kannst. Also in Yarn setzt du sogenannte Queues auf.
die können per Benutzer vergeben werden mit verschiedenen Rechten. Also Nutzer-Admin darf 100% des Clusters belegen, Nutzer-User darf nur 10% des Clusters belegen zum Beispiel. Oder dann gibt es Queues für CPU-Heavy-Jobs oder Queues für RAM-Heavy-Jobs. Je nach Job kann man das dann eben entsprechend einstellen. Und Jan weiß, wo welche Daten im Cluster liegen und startet den Job zur Verarbeitung genau auf dem richtigen Knoten, wo die Daten schon liegen. Das ist dieses Prinzip der Datenlokalität. Also macht das Processing da, wo auch die Daten liegen, um die Netzwerkkommunikation zu reduzieren. Ah, genau. Okay. Damit Daten einfach schneller verarbeitet werden können und nicht über das Netzwerk transferiert werden. Ja. Okay. Und dadurch, dass du ja bei einem Replikationsfaktor von 3 die Daten immer auf 3 Knoten liegen hast, kannst du das ja relativ dynamisch zuteilen, auch wenn du mehrere Jobs parallel ausführen möchtest. Ja, okay, genau, das ist aber auch noch Infrastruktur. Die nächste Ebene ist dann sozusagen, ist auch schon deprecated, aber ich sag's trotzdem, weil es sehr viel Buzz damals generiert hat, ist dann die erste Ebene, auf der man wirklich Programme ausführen konnte. Also früher hat man sogenannte MapReduce-Programme geschrieben, die sehr aufwendig in der Programmierung sind. Und wo du jetzt sagen konntest, such mir alle Daten zusammen, die ein gewisses Kriterium haben und zähle beispielsweise die Anzahl von Zeilen mit Apple-Geräten, Map und filtere die nach geografischer Information oder sowas, Reduce. Und dann hast du quasi diese Map-Reduce-Programme geschrieben und hintereinander verkettet, um dann ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Das ist aber sehr fehleranfällig und auch sehr aufwendig. Wurde aber so 2006, 7, 8 so gemacht. Aber der Druck war relativ stark, dass man gesagt hat, ja, eigentlich wollen wir das nicht und für die Entwicklung ist das auch nicht so günstig, weil du quasi jeden Schritt von Hand programmiert hast. Okay. Und dir sehr viel Gedanken machen musstest, wo liegen denn die Daten, wie ist der optimale Abarbeitungsplan für mein Programm. So ad hoc ging gar nicht, du musstest halt dir wirklich immer Gedanken machen. Ja. MapReduce wurde dann verdrängt von Ausführungsverfahren, die auf dem sogenannten Directed Acyclic Graph basieren, DAG. Was heißt das jetzt? Es wurde eine Library eingeführt von Facebook, Apache Tez hieß die, und die macht Folgendes, also in Kooperation mit Hive: Wenn du eine Abfrage stellst, wäre es doch sinnvoll, wenn du quasi von hinten nach vorne durch deinen Ausführungsplan durchgehst und sozusagen guckst, was ist mein Endergebnis und welche Schritte muss ich tatsächlich nur durchführen, damit ich das gewünschte Ergebnis erhalte. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man mehrere Filter kaskadierend hintereinander hat, dann könnte es ja sein, dass ein Filter rausfällt, weil ich bei einer vorherigen Stufe nur noch 0 Ergebnisse habe oder sowas. Und genau diese Optimierung macht quasi Apache Tez und auch Apache Spark. Das wirkt jetzt alles vielleicht etwas abstrakt. Ich will das nicht zu verwirrend lassen. Man macht auch nichts mit Tess oder so, sondern das ist quasi einfach nur eine Library, die man einfügt oder die mit installiert wird, um schnelle Queries mit Apache Hive zum Beispiel durchzuführen. Das erkläre ich jetzt gleich, weil das ist ein sehr wichtiges Projekt. Also, ich mache nochmal ein kleines Recap, damit man noch dran ist. Also, wir haben das HDFS-Dateisystem als Basis. Darauf kommt Jan zur dynamischen Verwaltung der Ressourcen. Darauf könnte man jetzt MapReduce-Programme schreiben, macht man aber nicht. Stattdessen ist es heute so, dass vor allem zwei Komponenten, ja, die Rockstars geworden sind von Hadoop, kann man sagen. Und zwar, zum einen ist es Apache Hive und zum anderen Apache Spark. Hive ist sehr einfach zu verstehen, deshalb fange ich damit mal an. Hive ist im Grunde eine SQL-Schicht auf diese Daten, die auf dem HDFS liegen. Ja, also du kannst dir wirklich vorstellen, da liegen jetzt, nehmen wir mal Beispieldaten, du hast Requests von Webservern, die werden einfach abgespeichert und mit Hive kannst du so eine Art Tabellenstruktur über diese riesigen Textfiles legen. Ne? Also das erste Feld ist immer die IP, das zweite Feld ist der User-Agent-String, das dritte Feld sind irgendwelche Parameter, die übergeben werden. Ja. Eine Frage, wenn du von Tabellen drüberlegen sprichst, bedeutet das, dass die darunter liegenden Daten in Hive dann auch quasi, nicht in Hive, in HDFS, spaltenbasiert sind?
Die Ursprungsdaten müssen das nicht sein. Du kannst auch mit Hive auf diesen Daten mit SQL Abfragen durchführen. Es gibt allerdings Dateiformate, wie zum Beispiel das ORC-Dateiformat, welches diese Daten nochmal in einer optimierten Form abspeichert, um Redundanzen zu vermeiden. Also dieses ORC-Tabellenformat zum Beispiel sortiert diese Requests alle nach IP, würde bedeuten, dass aber diese Angabe der ursprünglichen IP würde nur einmal in der Datei stehen und dann würden 50 Requests folgen oder so und die IP würde nicht 50 Mal wiederholt werden. Dadurch sparst du sehr viel Speicher. Ja, genau. Und das ist aber nicht notwendig. Also du kannst wirklich auf den Rohdaten, das ist am Anfang ein ziemliches Aha-Erlebnis, du kannst auf den Rohdaten einfach SQL-Abfragen mit Apache Hive durchführen. Und wenn du dir das jetzt mal überlegst, du musstest früher MapReduce-Programme schreiben, ja, und heute sagst du Select Stern from Tabelle Page Impressions where User Agent gleich iPhone, drückst Enter und hast dann nach wenigen Sekunden die Antwort, ist das natürlich schon eine Riesenerleichterung, als wenn man vorher ein MapReduce-Programm geschrieben hat. Und das Verrückte ist, das funktioniert halt auf terabyteweise Daten. Genau, also du setzt diese Abfrage ab. Jan guckt, okay, diese Abfrage, also Tess optimiert diese Abfrage erstmal, formiert die in ein DAG, also Direct Acyclic Graph. Und dann wird diese auf dem Cluster ausgeführt auf, sagen wir mal, du hast 10 Knoten, dann wird auf 10 Knoten datenlokal die Abfrage durchgeführt. Das Ergebnis wird jeweils zusammengeführt, zusammengeführt, zusammengeführt und am Ende hast du einen Count oder was auch immer du abfragen möchtest. Also es wird parallel berechnet, zusammen aggregiert und du kannst sehr, sehr schnell auf sehr großen Datenmengen Abfragen durchführen. Das funktioniert mit 10 Maschinen genauso wie mit 10.000 Maschinen. Ja. In Echtzeit also? Hive ist jetzt nicht für die Echtzeitanalyse optimiert, aber also es dauert schon je nach Datenmenge ein paar Minuten. Oder wenn du, also du kannst auch komplexe Joins machen, ne? Du könntest jetzt sagen, oh, ich habe auf der einen Seite Page Impressions, auf der anderen Seite irgendwelche anderen Server-Log-Files. Ich möchte mal, sagen wir mal von zwei Webseiten, ich möchte mal wissen, welche IPs in beiden Log-Files vorkommen oder welche User Agents in beiden Log-Files vorkommen. Dann kannst du einen Join machen von diesen beiden Datenquellen zusammen und das Ergebnis wieder rausschreiben oder dir anzeigen lassen oder zählen. Alle Möglichkeiten, die du per SQL hast, kannst du dann eben ja, da auch anwenden. Und das ist schon ein ziemlich mächtiges Werkzeug. Ja, genau. Das heißt natürlich nicht SQL, sondern HiveQL für Hive Query Languages. Du hast auch nicht alle Möglichkeiten, aber du kannst alle Funktionen des SQL 99 Standards benutzen. In neueren Versionen auch diese PL-SQL-Programme. Und damit kannst du halt schon ein echtes Data Warehouse aufbauen. Wie gesagt, Facebook 2014 hat mit Hive, Facebook hat Hive auch entwickelt intern, 300, ein 300 Petabyte Data Warehouse Wahnsinn. ausgewertet. Ne? Jetzt kannst du dir vorstellen, welche Daten Facebook damit auswertet. Also wer bekommt welche Likes in welchen geografischen Regionen und so weiter. Ja, genau. Hive ist primär gemacht eben für Batch-Jobs. Klar, die Daten liegen schon vor. Du möchtest, sagen wir mal, jetzt regelmäßig aggregieren, welche Nutzer sind denn die aktivsten oder welche Webseiten sind die meist frequentiertesten. Du kannst komplexe Ad-Hoc-Anfragen durchführen, also alles, was du mit SQL formulieren kannst, kannst du natürlich dann auch da auf terabyteweise Daten durchführen. Und du kannst diese Hive-Tabellen, wenn du sie einmal rausgeschrieben hast, kannst du halt auch mit dem zweiten Projekt Apache Spark verknüpfen. Da kann ich jetzt gleich was zu sagen. Aber noch kurz als Recap sozusagen. Also mit Apache Hive kannst du schon sehr, sehr viele Datenauswertungen machen per SQL. Ja. Also ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Gerade wenn die Datenmengen so groß sind, dass man sie in einer einzelnen SQL-Datenbank nicht mehr sinnvoll verarbeiten kann oder das so teuer wäre, dass einfach, das muss man ja auch mal sagen, manchmal sind 20 Standardserver günstiger als ein super teurer Spezialserver. Ja, was ist denn, wenn ich die Daten, ich sag mal, in Echtzeit analysieren möchte? Also quasi Analysen fahren will, wie sich die Leute gerade auf der Website bewegen und wo ich halt nicht ein paar Stunden warten will. Welches Projekt gibt es denn da?
Da würdest du auf jeden Fall nicht mit Hive operieren, sondern dann würdest du vermutlich, da gibt es jetzt auch mehrere Projekte, aber eines, was man verwenden könnte, wäre wirklich Apache Spark. Und zwar gibt es da dieses Spark Streaming. Das heißt, du würdest diese Daten von der Webseite in sogenannten Microbatches verarbeiten. Also du würdest sagen, gib mir, lieber Webserver, gib mir alle 5 Sekunden deine gespeicherten Requests oder alle 10 Sekunden. Und dann bist du nah an Echtzeit dran. Um wirklich echtzeitfähig zu sein, müsstest du eine andere Architektur überlegen und müsstest du wirklich eventbasiert die Verarbeitung quasi anstoßen. Lass mich das noch abschließen. Apache Spark ist ein weiteres Projekt, was ja in den letzten ein, zwei, drei Jahren wirklich deutlich größere Aufmerksamkeit genießt. Das ist im Prinzip eine Programmierumgebung, mit der man auch verteiltes Rechnen auf riesigen Datenmengen durchführen kann. Ein bisschen wie Apache Hive. Spark hat auch eine SQL-Engine, dass du zum Beispiel auf Tabellen von Hive lesen kannst und dann eigene Berechnungen durchführen kannst und dann das Ergebnis wieder wegspeichern. Wir machen das bei Skillbyte in unserem Big Data Team, bei unseren Projekten häufig so: Hive-Skripte, ne, solange das einfache SQL-Abfragen sind mit Filtern und so weiter, kann man das ruhig als Hive-Skript lassen. Aber es gibt oftmals, ich sag mal, Hive-Skripte, die über die Dauer sehr komplex werden oder die im Verlauf sehr komplex werden, viele Joins machen oder wo man komplexe Berechnungen durchführen möchte, gerade wenn es um Datums- und Zeitzonen-Auswertungen geht. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir dann Hive-Skripte nehmen und die als Spark-Programme umschreiben, kann man oft die Ausführungszeit, also um Faktor 5 oder noch weiter reduzieren. Ne? Also ein Hive-Skript, was 1 Stunde läuft, läuft auf dem gleichen Cluster als Spark-Programm in 10 Minuten oder so, weil man bei Spark einfach mehr Möglichkeiten hat, das Programm genauer zu steuern oder genauer zu verteilen. Genau, im Prinzip benutzen wir aktuell Spark in ähnlichen Fällen wie Hive, nur für sehr komplexe Hive-Skripte oder wenn du zum Beispiel ein Projekt, eine Java-Bibliothek nutzen möchtest, um gewisse Algorithmen auszuführen. Also bei einem Projekt berechnen wir sogenannte Bloom-Filter auf einer großen Anzahl von Daten. Ah, das weiß ich nicht, das kann ich im Anschluss vielleicht erklären, wofür Bloom-Filter gut sind. Im Grunde geht es darum, dass du, wenn du mehrere Mengen hast, dass du die Schnitte daraus ausrechnen kannst. Also zum Beispiel hast du einen Haushalt A und einen Haushalt B und in beiden ist dasselbe Gerät drin und du möchtest am Ende wissen, wie viele Haushalte und wie viele Geräte gibt es dann. Und dann wäre ja, kannst du ja nicht einfach die Haushaltsgeräte summieren, weil dann hättest du zwei Haushalte und zwei Geräte und das stimmt ja nicht. Es ist ja das gleiche Gerät in Haushalt A und in Haushalt B. Und da gibt es so eine Möglichkeit, wie du schnell rausfinden kannst, in welcher Menge sich ein Gerät befindet. Genau, und das machen wir mit so einer Java-Bibliothek. Und so Java-Kommandos kannst du zwar auch mit Hive anbinden, aber das ist bei Spark einfach wesentlich. Also Spark ist dafür gemacht. Spark selber kannst du in Spark-Programme in Scala schreiben oder in Python. Wir machen es in Scala, weil das halt noch näher dran ist am nativen Core. Hadoop ist in Java geschrieben und Scala und Java haben ja eine perfekte Interaktionsmöglichkeit, weil sie beide auf der JVM ausgeführt sind. Ja, genau. Also ich würde empfehlen, komplexe Hive-Skripte kann man mit Spark vereinfachen oder schneller ausführen. Oder wenn man Machine Learning-Modelle trainieren will, da gibt es auch ganz, ganz viele Erweiterungen für Spark, die man dort nutzen kann. Ja. Wie sieht es denn was mich nur interessieren würde, so der Speicherverbrauch von solchen Architekturen aus, also mit RAM? Ich meine, Petabyte-Daten und so, okay, also Festplatte oder verteiltes Dateisystem. Wie sieht das denn mit RAM aus? Wie memory-intensiv ist das Ganze? Du meinst, wenn du jetzt Jobs ausführst, wie viel Arbeitsspeicher die verbrauchen? Ja, genau. Genau, also bei Hive kann ich sagen, Hive ist ziemlich greedy und da kannst du schon mal, der nimmt quasi oder der Hive-Job nimmt quasi so viel Ressourcen, wie er irgendwie bekommen kann, also wie so viel, wie die Queue hergibt. Bei den Abfragen, die wir machen, kann das ein halbes Terabyte RAM sein. Das wird dann eben von Jahren zugeteilt. Ich meine, der Cluster hat auch, ich glaube, über 1 Terabyte RAM. Und damit der Job eben schnell ausgeführt werden kann. Bei Spark-Programmen kannst du es angeben, wie viele Executer du haben willst und wie viel Arbeitsspeicher jeder Executer haben
soll. Und das, ehrlich gesagt, muss man das ein bisschen ausprobieren. Was Okay. bei Hive ganz cool ist oder bei Spark auch, du kannst, wenn du einen Join durchführst, ne, oft hast du es ja so, du hast eine sehr große Tabelle, sagen wir mal Page Impressions, und du hast eine eher kleinere Tabelle, sagen wir mal, da sind 100 Devices drin und du willst jetzt auflösen, welche Devices sind in der Page Impression Tabelle drin, dann kannst du einen sogenannten Map-Side-Join machen, wo du die kleine Tabelle komplett in den Arbeitsspeicher lädst und die große Tabelle dann dagegen joinst. Genau, und das geht Wow, halt dann sehr, sehr viel okay. schneller auch verteilt, als wenn du ja einfach den Join klassisch durchführen würdest. Ja, und das macht das System dann automatisch und das merkst du dann schon, dass du sehr schnell Ergebnisse bekommst, ja. Okay. Also wir haben auch die größten Jobs, um das vielleicht abzuschließen. Die brauchen wirklich einen Terabyte Arbeitsspeicher, aber da werden auch Tabellen erzeugt, die teilweise 40 Milliarden Einträge haben. Also. Ich meine, du hast jetzt irgendwie so ein paar Projekte erwähnt. Ich habe mal so eine Map gesehen, wo das ganze Ökosystem aufgemalt ist. Und das ist Wahnsinn. Also die schiere Menge an Projekten und jedes ist für irgendwas verantwortlich. Teilweise überschneiden sich, überlappen sich diese Tools, also mit selben Funktionalitäten. Wie kann denn jetzt eine Firma, die sagt, okay, ich möchte Big Data betreiben, ich habe eine Menge Daten. Wie würde denn so eine Firma vorgehen? Also wie würde sie sich denn zurechtfinden in dieser Landschaft? Man muss dazu sagen, die Landschaft ist schon groß und sie verändert sich auch schnell. Also Projekte kommen hinzu, andere Projekte werden nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Das heißt, du hast schon recht, es ist eine Herausforderung, da am Ball zu bleiben. Also ich denke, was wichtig ist, ist, dass man regelmäßig in aktuelle Trainingsunterlagen reinguckt und einfach schaut, wie ist da der neueste Stand, dass man diese Vielzahl an Projekten erstmal sichtet und guckt, was ist für meine Firma interessant. Na, weil oftmals sind es ja die Konzepte, die wichtig sind. Also zum Beispiel, ich möchte hier Daten, ich möchte ein Data Warehouse haben und ich habe immer die gleichen Daten und möchte die irgendwie verarbeiten. Welche Projekte machen denn da für mich Sinn, dass man sich dass man sozusagen die Basis-Workflows auf möglichst etablierten Technologien abstellt. Ja, und dann kommt es darauf an, dass man entweder lässt man sich beraten, ne, das machen wir ja auch, dass wir unseren Kunden helfen, oder man muss wirklich im Monatsrhythmus, würde ich schon empfehlen, ein bisschen Zeit aufwenden, um zu gucken in den einschlägigen Foren von Hadoop oder in den Nutzergruppen, dass man einfach schaut, wo sind da neue Entwicklungen und wo geht das hin und macht das für meine Use Cases Sinn, ja. Ich meine, ich finde das krass, da kommen so Technologien auf. Also ich kann mich an ein Beispiel erinnern, zum Beispiel Apache Storm. Und diese ganzen Technologien, die sind ja auch nicht trivial. Und ich stelle mir vor, du arbeitest dich in so eine Technologie ein, lässt einen Entwickler da drin ausbilden und machst und tust. Und plötzlich nach einem halben Jahr oder einem Jahr geht das Projekt einfach nicht weiter und wird abgelöst durch zum Beispiel Spark oder Spark wird abgelöst durch Apache Flink. Das ist ja massiv, hast du dann ja Zeit und Geld verloren, weil das Projekt dann einfach nicht mehr weitergeht. Und da sehe ich halt irgendwie auch eine große Gefahr, sich, ich sag mal, in dieser Landschaft zu bewegen und passend zu dem, was ich natürlich vorhab, aber auch die Technologie auszuwählen, ich sag mal, die längste Halbwertszeit hat. Ja, das ist, also, ne, es ist Open Source. Du kannst nicht so richtig Ja. antizipieren, in welche Richtung das immer geht, aber es gibt schon Projekte, ne, Hive und Spark, ich sag mal, die sind jetzt seit 10 Jahren im Rennen, Ja. die werden so schnell nicht mehr weggehen. Also wie auch im Linux-Umfeld auch, du hast einfach etablierte Projekte, die gibt es schon länger und an den Rändern passiert natürlich immer wieder was Neues. Und ich meine, Big Data ist ja jetzt auch das Trendthema oder Datenverarbeitung generell. Ist es klar, dass da viele Projekte hinzukommen für verschiedene Spezialfälle? Ja. Werden da Projekte angepasst, aber ich sehe das eher als eine Stärke von dem Ökosystem. Man darf halt einfach nicht glauben, ich installiere das und betreibe das und fasse das nie wieder an. Ne, sondern man, Ja. klar, für die Standardjobs kann man das auch so machen. Also man hat ja eine Wertschöpfung, wenn man so ein Cluster installiert und seine Standardjobs damit ablösen kann oder gewisse Analysejobs damit durchführen kann und dann das Wissen benutzt, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, hat man ja seine Wertschöpfung. Aber um zu kontinuierlich zu prüfen, welche neuen Projekte gibt es denn und wie welche Geschäftsprozesse in meinem Unternehmen würden denn davon profitieren, ja, das ist eine Aufgabe, die man quasi konstant weiterführen muss. Das ist nicht. Ich meine,
Das ist, wenn ich mal weiterdenke, ja, jetzt mit 5G und Industrie 4.0, dass jedes Edge-Gerät anfängt, jetzt Daten zu senden, jedes Auto, jede Ampel, dass diese Datenmengen überhaupt mal bewältigt und ausgewertet werden müssen, vielleicht in Echtzeit sogar oder also im Auto natürlich in Echtzeit. Das ist Wahnsinn. Aber glaubst du denn jetzt mal, dass ich sag mal, wir in Deutschland, dass wir das irgendwie eine politische Frage dafür überhaupt gerüstet sind? Wie schätzt du denn die Big Data-Landschaft in Deutschland oder dieses ganze Machine Learning-Thema, was das ja mit sich bringt, Big Data? Sind wir in Deutschland aufgestellt? Sind die Unternehmen aufgestellt? Ich glaube, die Unternehmen sind gerade dabei, sich aufzustellen, wenn ich das so einschätzen würde, weil, also denen ist schon bewusst, dass man was machen muss. Denen ist auch klar, dass sie viele Daten haben und dass Daten alleine, also Daten aufzunehmen, das ist schon mal der erste Schritt, aber man muss sie natürlich dann auch verarbeiten, um Erkenntnisgewinn daraus zu erhalten. Und das ist schon klar, glaube ich. Aber viele, viele Leute, die in diesen Bereich kommen, sind Quereinsteiger und die müssen sich natürlich auch erstmal die ganzen Technologien anschauen und damit vertraut werden. Und das ist nicht trivial, wie du eben schon gesagt hast. Man muss schon ja, eine Menge Zeit auch investieren, bis man das auch alles versteht. Weil das ist die zweite Sache, nur weil du etwas auswertest. Heißt es ja nicht, dass das logisch ist, was da hinten rauskommt. Also sehr oft sprechen wir da mit Kunden und haben eine Auswertung gemacht und dann sagen die Kunden, ah, okay, wie heißt, was bedeutet denn genau das? Ah, okay, auf welchen Daten basiert das? Warum kommt dieser und jener Wert zustande? Also man muss schon sozusagen verstehen, was man da tut und kann nicht einfach sagen, ja, das Ergebnis ist 17. Ja, also das ist. Und da muss man schon die Kette verstehen, wie halt die Daten dann zustande kommen, ja. Ich meine, es gibt ja noch ein paar Querthemen, ne, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die ja als Basis, ich sag mal, die Datensparsamkeit hat, ne? Und ich habe zum Beispiel gelesen, die CDU, hat erkannt, Datensparsamkeit im Zeitalter von Big Data und künstliche Intelligenz, ob das wirklich so Sinn macht. Und die haben jetzt irgendwie ein Papier wohl rausgebracht, was das wohl ein bisschen aufweicht, das Thema, weil also die beiden Themen sind für mich komplett konträr, ne? Aber also ich, keine Ahnung, ich habe viele Firmen erlebt, die das irgendwie lösen und hintergehen, also nicht hintergehen im Sinne von illegal hintergehen, sondern versuchen da zu umgehen, das Thema. Also ich finde, da ist die Politik noch in der Pflicht, das mal ein bisschen gerade zu ziehen, damit wir mit diesen Daten noch was aus anfangen können. Es ist nicht ganz einfach. Ich hatte jetzt letzte Woche war ich bei einem Vortrag, da ging es auch um Vertrauen in digitale Geschäftsmodelle und Unternehmen. Und das ist halt so eine Sache, ne? Deutschland oder Europa hat einen sehr hohen Datenschutz. Und das meiner Ansicht nach könnte man das zu einer Unique Selling Proposition machen, also für Deutschland oder für Europa, dass man sagt, okay, alle anderen machen alles mit ihren Daten, aber bei uns sind eure Daten sozusagen sicher. Das heißt, wenn ihr wirklich sensible Daten habt, könnt ihr die in Europa hosten. Natürlich ist es so, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier eingehalten werden. Also das machen wir ja auch nicht anders. Das ist letztlich eine politische Entscheidung, ob man mit allen Daten alles darf. Also das sieht man so ein bisschen in China, ne? Kann man sich fragen, ob man das so möchte. Und das hat natürlich auch wie bei allem, zwei Seiten der Medaille, ne? Wenn du die Gesundheitsdaten von 1,1 Milliarden Menschen hast und darauf Big Data-Analysen durchführen kannst, ja, dann kannst du natürlich auch sagen, oh, in der Region, warum, da sind die Leute besonders gesund, in der eher nicht, liegt das am Essen? Ah, okay, wir haben herausgefunden, dass dieses und jenes Nahrungsmittel ist sehr schlecht für die Gesundheit, das lassen wir jetzt sein. Das kriegst du einfach nicht raus, wenn du diese großen Datenberge, nicht zur Verfügung hast. Ja, das wird sehr spannend. Was bei Hadoop cool ist, ist, du kannst es in der Cloud betreiben auf Maschinen mit vorgefertigten Images. Also alle großen Cloud-Betreiber bieten das an. Du kannst es aber auch on-premise betreiben, wenn du halt sagen möchtest, okay, ich möchte die Daten, unser Unternehmen hat und die uns heilig sind, möchte ich intern verarbeiten, um da Erkenntnisse zu gewinnen und muss nicht alles hoch in irgendeine Cloud-Instanz laden. Also das ist wirklich so, dass unsere Kunden das häufig on-premise machen, weil Server jetzt nicht so teuer sind im Vergleich zu anderen Dingen und dass man sagt, okay, ehe wir hier die Daten nachher verlieren und da eine Katastrophe
sich anbahnt, Ja. machen wir das lieber on-premise und sind da Na sicher. klar. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Vorteil, den diese Plattform eben mit sich bringt. Ja, ist natürlich auch on-premise ist wieder ein Nachteil. Das heißt, du brauchst Leute, die sich damit auskennen. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Einrichtung einmal, die ist nicht trivial. Das kriegt man schon hin als Systemadministrator. Aber es ist halt, ja, es muss halt gemacht werden und jemand muss die Betreuung übernehmen für so ein Cluster. Das ist auch ganz klar. Ja, okay, jetzt haben wir den politischen Exkurs beendet. Was kommt als nächstes? Also, wir haben jetzt irgendwie ein paar Themen besprochen, wie Hadoop funktioniert, was das überhaupt ist und wie das Ökosystem und so weiter aussieht. Wir haben ja bei der Skillbyte eine eigene Big Data Abteilung, welches du ja leitest und Projekte machst. Das heißt, natürlich können wir auch unsere Kunden in dieser Richtung beraten, dass sie sich in dieser Landschaft Genau. zurechtfinden, dass die richtigen Tools auszuwählen, die zu ihrem Case passen, inklusive natürlich der Unterstützung der Implementierung und des Betriebs dieser Plattform. Vielleicht kannst du mal zwei Sätze dazu sagen, was wir genau tun können für unsere Kunden. Also, was wir genau tun können, ich gehe jetzt mal von jemandem aus, der vielleicht schon ein Data Warehouse hat, aber der sich sozusagen neu aufstellen möchte oder modern aufstellen möchte. Erstmal zu schauen, welche Datenquellen gibt es, und in welcher Güte liegen die Daten vor, also welche Qualität haben die, ist das schon strukturiert oder muss man sozusagen noch aus vielen, vielen einzelnen Töpfen die Daten erstmal zusammen aggregieren. Da können wir auf jeden Fall helfen, dann so einen Clusteraufbau zu beschreiben. Also wenn wir verstanden haben, das ist ganz wichtig, was dem Kunden weiterhilft von der Geschäftsseite her, können wir sagen, okay, um deine geschäftlichen Ziele zu erreichen, muss dein Cluster so und so aussehen und die Anforderungen abdecken. Dieses und jenes Projekt würde dir helfen, dein neues Data Warehouse in Betrieb zu nehmen. Und dann könnte man natürlich auch bei der Implementierung helfen und hinterher auch bei der Automatisierung. Das ist auch ein ganz großes Thema. Wenn du einmal einen Bericht erstellt hast oder die Daten aggregiert hast, dann willst du das ja oft regelmäßig tun. Jeden Tag den aktuellen Bericht oder diese Auswertungen eben wiederholen, damit du jeden Tag weißt, wie ist der Stand. Sind wir auch, haben wir sehr viel Erfahrung drin und machen das auch regelmäßig, ja. Genau. Ja, ansonsten auch, wenn Kunden schon ein System implementiert haben und Spezialfragen haben oder sich überlegt haben, dieses und jenes Projekt könnte doch interessant für uns sein, dann können wir uns das gerne angucken und dann auch unsere Einschätzung dazu geben, ob wir das auch so sehen oder ob wir vielleicht noch einen anderen Tipp auf Lager haben, was man auch noch machen könnte oder wie sich dieses Geschäftsziel vielleicht einfacher erreichen lässt. Ja, das ist, würde ich sagen, ist unsere Stärke. Okay. Ja, vielen Dank, Masia, vielen Dank für Ja, die. ich danke dir, Maurice. Du hast die ganze Zeit uns erklärt, was Hadoop ist. Fand ich super interessant. Ich bin ja eher, ich sag mal, der DevOps-Guy. Ich kenne mich zwar mit Hadoop aus, aber jetzt nicht im Detail. Und das war super interessant. Wenn unsere Leser oder Zuhörer, muss ich ja sagen, noch Feedback haben, dann können sie das natürlich an podcast@skillbyte.de senden. Wenn der Podcast gefallen hat, gerne einen, je nach Kanal, Daumen hoch oder eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft uns und motiviert uns natürlich. Ansonsten kann der Podcast natürlich auch abonniert werden oder die Zuhörer können auf skillbyte.de/blog vorbeischauen für weitere Infos zu diesem Thema. Und wir haben auch schon zum Thema Hadoop einen großen Blogpost, den kann man dann einfach über die Suche finden und da ist dann auch die Grafik, von der ich eben sprach, wo das Ganze doch mal visuell aufbereitet wird. Wunderbar. Danke dir auch, Maurice. Alles Dann klar. noch einen schönen Danke dir Restsonntag. auch. Bis dann. Ciao. Ciao.